Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir erklären, was das Transformation Bundle ist und wie du damit dein Bewusstsein massiv erweitern kannst. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinsforscher, Bewusstseinscoach. Ich habe noch einen zweiten YouTube-Kanal und auf diesem zweiten Kanal rede ich die ganze Zeit nur über das Thema Bewusstseinserweiterung, weil ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Bewusstseinsforschung beschäftige. Vor allem mit dem Thema Frequenzen, Hypnose, erweiterte Bewusstseinszustände und Co. Und da habe ich sozusagen mein Lebenswerk bis jetzt zumindest entwickelt. Und mein Lebenswerk nennt sich das GATE-Programm. Und das GATE-Programm ist eine Mischung zwischen Hypnose, Frequenzen, Dissoziation und so weiter. Also die Dinge, die einem in erweiterte Bewusstseinszustände bringen, alles miteinander zu verbinden und in eine Struktur zu bringen und in einen Ablauf hineinzubringen, dass man sein Bewusstsein erweitert. Ja. Und dazu habe ich das GATE-Programm entwickelt und ich werde jetzt in diesem Video genauer eingehen, was das GATE-Programm genau ist und werde grob, ganz grob auf jedes einzelne GATE eingehen. Wenn du sagst, hey, das GATE X interessiert dich, dann schau dir das einzelne Video zu jedem GATE an. Zu jedem GATE gibt es zwei Videos. Ein Video, was es genau ist, wie es funktioniert, wie es aufgebaut ist und ein Video, wie du es am besten nutzen kannst. Ja? Gut, dann starten wir am besten mit dem GATE-Programm an sich. Was ist das GATE-Programm? Warum habe ich das gemacht und wie funktioniert das GATE-Programm? Das GATE-Programm ist ein Programm, welches dir hilft. Also es gibt da noch eine eigene Einführung, die kannst du dir kostenlos downloaden. Ich verlinke es dir hier in der Infokarte. Da erkläre ich es ganz detailliert, was das GATE-Programm ist. Ja, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Videos hier sprengen. Deswegen erzähle ich es hier nur ganz grob. Also das GATE-Programm ist ein Programm, welches dir einfach hilft, deine Werkzeuge zu erlangen, die dein Bewusstsein erweitern können, die deine Realität verändern, die dir helfen, übersinnliche Fähigkeiten zu erlangen, die dir helfen, besser Intuition zu erlangen, mehr Energie zu erlangen. Es gibt unzählige Vorteile, ich kann hier mal so ein paar einblenden, die einfach nur so ganz grob dir helfen, was du alles nutzen kannst, wenn du das GATE-Programm hast. Also Beispiel ist, ich gehe jetzt mal so ganz grob ein. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt so auf die Vorteile eingehe, wenn du Frequenzen nutzt oder Hypnose, dann wirst du das mit dem GATE-Programm verstärken können. Du wirst leichtes Einleiten von Astralreisen, luziden Träumen, Seelenreisen erleben können. Du wirst deine medialen Fähigkeiten aktivieren können, deine Manifestierungsfähigkeiten aktivieren, die Steigerung der Energie, deine Kreativität, deine Intuition, die Verankerung von Selbsthypnose und so weiter. Wir machen das Ganze auch mit Codewörtern. Also wir arbeiten hier mit jedem GATE mit Codewörtern, mit Visualisierungen, damit das, was das Werkzeug ist, was du bekommst, sozusagen in deinem Unterbewusstsein gespeichert ist, dass du danach die Frequenz nicht mehr brauchst, dass du es in deinen Alltag zur Verfügung hast. Und das waren jetzt die Vorteile vom ersten GATE. Ja. Am besten, ich gehe jetzt gleich einfach alle durch, grob, und erzähle einfach, was die Vorteile an sich sind. In jedem Fall ist das Ganze gedacht, dass du einfach einen Werkzeugkasten für dich bekommst, wo du mit deinem Bewusstsein einfach mehr machen kannst als ein normaler Mensch. Also man könnte sagen, die Ausbildung zum Superhuman. Ja. Und wie funktioniert das Ganze? Ich gehe es mal ganz grob ein. Also das Transformation Bundle basiert darauf, dass du in der ersten Phase in GATE 1 lernst, nicht zu denken. Also dass du lernst, in den Bewusstseinszustand zu kommen, wo du einfach nur bist, also vom Denker in den Seienden, in den Wahrnehmenden. Und das trainierst du mit der Visualisierung eines blauen Himmels mit dem Codewort Blue. Und gleichzeitig verankern wir in GATE 1 die Selbsthypnose, dass du dich sehr leicht mit dem Zählen von 10 bis 0 mit einem Codewort in diesen Zustand der Selbsthypnose gelangst, wo du dich selbst hypnotisieren kannst binnen 10 Sekunden, wenn du es geübt hast, ja. Das ist das, was wir in GATE 1 lernen. Das dient als Fundament und als Grundlage. Man kann sich das so vorstellen, wie dass das GATE-Programm an sich oder das Transformation Bundle wie ein Haus ist. Du baust mit deinem Bewusstsein ein Gebäude und in GATE 1 baust du das Fundament, also einen Zustand, wo du lernst, in der Meditation nicht zu denken, einfach nur das Seiende zu sein und wahrzunehmen. Dann geht es rüber in GATE 2, Chakra Activation Meditation. Das ist eine Übung, die dir zwei Sachen beibringt, oder eigentlich genau gesagt drei. Das erste ist, du trainierst
ultimativ, also deine Chakren zu öffnen mit einer ganz speziellen Methode und Technik, die ich hier eingebaut habe, dann aktivierst oder trainierst du sehr, sehr intensiv deine Visualisierungsfähigkeit und baust dir das dritte ist einen energetischen Schutz auf. Das heißt, du baust dir so ein Schutzschild auf, so ein goldenes Ei, was dich immer begleitet in den nächsten geht's und auch im Alltag, das dich schützt vor deinem kollektiven Feld, vor dem morphischen Feld, vor deiner Außenwelt, wo die negativen Emotionen des Kollektivs oder anderer Menschen nicht in dich hinein können, ja? Dass du sozusagen auf deiner eigenen Insel bleibst, ja. Ja, das lernst du in G2. Und vor allem geht es in G2 auch darum, deine Energie aufzubauen, also sprich deine Chakren zu öffnen und deinen Energieüberschuss aufzubauen. Was wichtig ist, weil wenn du lernst, nicht zu denken, und du dann gleichzeitig noch lernst, gut zu visualisieren, diejenigen, die sich mit dem Thema Okkultismus beschäftigen, wissen, wie wichtig das Thema Visualisierung ist, dass Visualisierung der Schlüssel ist, um in andere Realitäten zu gelangen oder auch mediale Fähigkeiten, luzide Träume und so weiter zu indizieren, also außerkörperliche Erfahrungen oder allgemein zu manifestieren, ist Visualisierung natürlich der Schlüssel dafür. Ne? Wenn du das gemacht hast und gemeistert hast, dann geht es rüber in das Gate 3, nennt sich Master Your Subconsciousness. Dein Unterbewusstsein umprogrammieren, du bekommst dort ein Werkzeug, wo du lernst, in dein Unterbewusstsein hineinzugehen, dort Umprogrammierungen zu machen, wieder da aufzuwachen und auf einmal bist du ein anderer Mensch, du hast deine Muster aufgelöst, transzendiert, dein Verhalten geändert, deine Gewohnheiten verändert und so weiter. Und gleichzeitig trainieren wir vor allem in Master Your Subconsciousness in G3 deine Traumerinnerung zu steigern und du bekommst einen Anker, wo du mit dem Klopfen, mit deiner Vorstellung eines Lichttunnels und dem Codewort Recall Erinnerungen, die du vergessen hast, abrufen kannst. Das heißt, wir kennen das alle im Alltag. Ach, fällt mir gerade nicht ein, da machst du die Augen zu, klopfst oder stellst dir diesen Lichttunnel vor oder das Codewort Recall. Auf einmal kommt die Information wieder und denkst du, boah, cool, jetzt habe ich wieder die Information, die ich sonst vergessen habe. Ja, das hilft dir, das lernst du in G3. Dann geht es rüber in Gate 4. Gate 4 nennt sich Deep Body Scan Meditation. Was bedeutet das? Das ist eine ultimative Tiefenentspannung, dass du wirst lernen in Gate 4, deinen Körper so loszulassen, dass du ihn nicht mehr empfindest. Ja, und dieser Zustand wird auch verankert mit einem goldenen Anker, mit dem Codewort Free und mit dem Zählen von 1 bis 5, wobei du dich dabei immer weiter ausdehnst und dein Bewusstsein weiter sich transzendiert. Und da gibt es EEG-Studien, die gemacht wurden, dass wenn du deine Bodycheck machst, dann gehst du vom oberen Theta-Bereich in den mittleren Theta-Bereich, also schon eine sehr tiefe Meditation. Und wenn du dann eine Ausdehnung machst, also sprich, wenn du dich danach ausdehnst, also du gehst alle Körperteile durch, entspannst jeden Körper und dann fängst du an, dich auszudehnen. Du wirst so groß wie das Gebäude, wie die Stadt, wie das Land, vermischt, wirst eins mit den Bäumen, mit den Wäldern, mit den Menschen und dann so groß wie das Universum, wie die Galaxie und noch weiter. Dann sieht man, wie im EEG deine mittleren Thetawellen so lang werden wie die unteren Thetawellen. Und dann wird es nämlich ganz, ganz spannend und interessant, weil dann gehst du in den Bereich Delta hinein und da wollen wir mit dem Gate-Programm hin. Genau gesagt, wollen wir mit dem Gate-Programm in die Epsilon-Bereiche hinein. Also tiefe 0,5 Hertz bis 0 Hertz Ebenen gekoppelt mit High Gamma, so 5 bis 20.000 Hertz. Da passiert dann wirklich was Krasses. Ich nenne es dann Seelenreisen. Und das Gate-Programm, das Transformation Bundle, trainiert dich in diese Zustände hinunter und dein Gehirn ist wie ein Muskel. Wenn du jeden Bereich trainiert hast, dann kannst du leichter in diese Zustände hinein. Und ich sage, es gibt keinen hohen Zustand oder keine niederen Bewusstseinszustände, sondern jeder Bewusstseinszustand ist wie eine Insel und du lernst mit den Gate-Programmen, bekommst ein Ticket auf diese Insel, wo du sehr schnell dorthin dich teleportieren kannst. Und dann bekommst du ein Ticket zu dieser Insel und zu dieser und du kannst später mit den Codewörtern, mit den Visualisierungen diese Insel miteinander vermischen und verschmelzen und kannst damit ganz andere Bewusstseinszustände erleben und indizieren. Ja, und den Deep Body Scan lernst du oder wirst du erleben, wie es ist, nicht dein Körper zu sein. Wir machen eine sehr, sehr tiefe Trance, sehr tiefe Entspannung, wo wir wirklich deinen Körper so tief entspannen, dass du dann, ja, nicht mehr weißt, also wenn du meditierst, wirst du nicht mehr wissen, sitze ich, liege ich, welcher Raum bin ich noch, wo ist meine Hand, du wirst nicht mehr wissen, wo dein Körper ist. Und wenn du diesen Zustand gemeistert hast, dann hast du sozusagen in der Meditation einen großen Schritt gemacht, weil diejenigen, die meditieren, meditieren immer in den oberen Bereichen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich meditiere schon seit 10 Jahren und ich sage, und was hast du erlebt? Ja, ich habe mehr Energie. Aber ich sage,
wenn man, man kann 30 Jahre lang in der Höhle meditieren. Und das, was du dann erlebst, kannst du, du musst nicht 30 Jahre in der Höhle meditieren, um einen richtig krassen, erweiterten Bewusstseinszustand oder die Benefits der Meditation zu erleben, sondern mein Motto ist immer, lerne in einer kurzen Zeit schnell in die Tiefe zu gelangen, also sprich in die Theta und Delta und Epsilon-Bereiche mit dem Gehirn hineinzugelangen. Dann wirst du merken, dass es nichts damit zu tun hat, wie viel du meditierst und wie regelmäßig, sondern wie schnell du in diese Tiefe gelangst, ja. Und das Gate-Programm ist nichts anderes, wie es hilft dir mit Frequenzen, mit Hypnose, mit Ankern in diese Tiefe immer schneller vorzudringen, dass du einfach sehr schnell in diesen unteren Bereich gelangst. Ja, jo, das ist so grob gesagt das Gate-Programm. Ne? Und dann geht es dann darum, halt in Deep Body Scan Meditation auch luzide Zustände und so weiter zu indizieren, wenn du natürlich gelernt hast, deinen Körper loszulassen. Was dir dann hilft, in den nächsten Ebenen zu gelangen. Und die nächste Ebene ist das Gate 5. Gate 5 nennt sich Estelle State, das ist der Zustand der tiefsten Hypnose, die es gibt, wurde von Dr. Estelle entwickelt. Und zwar, er war Arzt und dieser Arzt hat Menschen operiert, also Menschen, die eine Unverträglichkeit gegen Narkosemittel, wenn man operiert wird. Ja. Und manche Menschen waren immun oder hatten eine Unverträglichkeit von den Narkosemitteln. Und der Dr. Estelle musste ja die trotzdem irgendwie operieren. Aber er konnte sie halt nicht mit der Narkosemittel halt in diesen Zustand verbringen, dass die nichts spüren oder halt bewusstlos waren. Und jetzt musste er die halt irgendwie anders in diesen Zustand bringen. Und dann hat er diese tiefste Hypnose entwickelt, weil sein Vater war ganz zufällig Show-Hypnotiseur. Und er hat dann diese Hypnosetechnik des Still States trainiert und verbessert. Und in Gate 5 gehen wir dann in diesen Estelle State rein. Das heißt, du lernst dann in diesen Zustand zu gelangen, wo du im Estelle State bist. Das ist der Zustand der ultimativsten Entspannung. Und in diesem Zustand, das wird in manchen Krankenhäusern verwendet für eben diese Narkoseunverträglichkeit, wo du aber trotzdem eine dringende Amputation machen musst, da wirst du halt auf diesen Estelle State trainiert, in diesen Zustand gebracht und dann bist du im Wachzustand und dann wird dein Arm amputiert oder eine Herzamputation werden durchgeführt und du bist komplett wach dabei, spürst aber nichts, weil du in der ultimativsten Entspannung bist, die du dir je vorstellen kannst. Sollte man unbedingt einmal im Leben erlebt haben, wie es ist, im Estelle State zu sein, also richtig grandioser Zustand. Du kannst auch auf Google eingeben oder auf YouTube eingeben, Estelle State, und dann siehst du halt, wie Menschen im Estelle State sind. Da kannst du ihre Hand nach oben tun und die würden diese Hand 4, 5 Stunden oben halten, weil es schon anstrengend ist, in diesem Zustand die Hand nach unten zu tun. Deswegen halten die Menschen in diesem Zustand einfach die Hand oben, weil sie so entspannt sind, dass es schon anstrengend wäre, die Hand nach unten zu tun. Das ist ein Merkmal aus einem Estelle State zum Beispiel. Ja. Aber ich habe da ein eigenes Video gemacht und gehe da sehr, sehr detailliert drauf ein. Und in Gate 5 trainieren wir, in den Estelle State zu gelangen mit einer roten Tür, mit einer Rolltreppe und mit dem Codewort Deep. Und da lernst du selbst sozusagen in der Gehirn, im EEG, in diesem Zustand, wo das Gehirn offline ist, aber du bist bewusst zu aktivieren. Und Gate 4 ist halt das perfekte Training, den Körper loszulassen, damit der Estelle State besser wirken kann. Ja, und dann, wenn du den Estelle State gemeistert hast oder gelernt hast oder erlebt hast oder die Codewörter verankert hast, geht es dann rüber in Gate 6, nennt sich Connection, Zugang zum Hören selbst. Da gehen wir über die ganzen Gates, die wir kennen, überspringen wir, gehen direkt in den Estelle State und vom Estelle State direkt eine Verbindung zum Hören selbst mit Codewörtern. Und da werden sehr relevante Codewörter aufgebaut, mit denen du dann dort arbeitest. Ja. Und dann bekommst du sozusagen Zugang zu deinem Hören selbst, was dich dann ab da führt und leitet. Ja. Wo du auch Informationen abrufen kannst. Sehr, sehr wichtiges Gate. Dann gehen wir rüber jetzt wird dann die ganze Sache spannend. Wenn du gelernt hast, sozusagen diese ganzen Werkzeuge zu nutzen, dann geht es rüber in Gate 7, nennt sich DMT Breathing. Also ist eine Atemtechnik, wo du körpereigenes DMT ausschüttest, damit das Ganze dann noch viel plastischer wird, realer wird, luzider wird. Ja. Dann gehen wir von da rüber in das Gate 8, nennt sich DNA Manifestierung, wo du lernst eine Hypnosetechnik, wo du Manifestieren auf Quantenebene machst. Also ich habe ein eigenes Video gemacht, das würde jetzt wieder den Rahmen hier sprengen, aber eine ultimative Technik. Ich habe da ein paar Beispiele also rüber in Beweismittel reingetan, was du dort erleben kannst. Dann
gehen wir rüber in Git 9 und Git 9 ist Transformation, inneres Kind heilen, also wo du Blockaden, die du hast in deiner Kindheit, Muster, wo du die heilst oder ganz bewusst gewisse Sachen transzendieren kannst. Und dann geht es rüber in Git 10, nennt sich Disconnect, wo du außerkörperliche Erfahrungen indizierst und mit einem Codewort sozusagen dieses Loslösen von der physischen Realität meisterst. Und das ist das, was in Git 10 im Transformation Bundle, also in Git 1 bis Git 10 im Transformation Bundle beinhaltet ist, sozusagen eine Reise, darum ist es ein Abenteuer, wo eine Reise, wo du beginnst von deinem Geist, also in deinen somnambularen Zustand zu gelangen, also dein Verstand, also dein Körper zu entspannen, deinen Geist, deinen kritischen Verstand zu deaktivieren, Energie aufzubauen, deine Visualisierung zu verbessern, deine Erinnerung, deine Verbindung zum Unterbewusstsein aufzubauen, dann das Spezialthema Körper loslassen und dann das Überleitung in das Thema höhere Selbstconnection aufzubauen, dich mit höheren Frequenzen zu verbinden. Um dann DMT aufzubauen, körpereigenes DMT, und dann dich loszulösen von noch Blockaden, die eventuell existieren, durch in das Kind heilen und dann rüber in den Disconnect. Ja, und das ist dann das Transformation Bundle und das wird dich garantiert transformieren. Ich gehe vielleicht noch kurz in den nächsten Gates ein, die nach dem Transformation Bundle kommen. Ist zum Beispiel das Git 11, selbst Soul Healing, Selbstheilung aktivieren und verstärken, wo nochmal restliche Blockaden und so weiter aufgelöst werden. Dann Avatar Consciousness, wo du in deinen Avatar-Zustand hineinkommst. Dann Git 13, wo du höheres Bewusstsein erlangst, wo du in Awakening-Zustände gelangst. Und dann Git 14, wo du in die Akasha-Chroniken gelangst, wo du Medialität aktivierst bei dir. Ja. Als Beispiel jetzt nur, was dann danach die Reise geht. Und das sind alles deine Werkzeuge und du kannst dann, wenn du das Gate-Programm oder das Transformation Bundle trainiert hast, diese Anker verinnerlicht hast, das nutzen ohne die Frequenzen, ohne Hypnose, kannst du in der Normalmeditation oder im Wachzustand dann anwenden, diese Codewörter, diese Anker, diese Visualisierungen, damit du damit sozusagen aus dir selbst, aus deinem menschlichen Bewusstsein eine Superhuman-Fee machst und dann Werkzeuge bekommst, mit denen du dann einfach später deinen eigenen Beruf daraus machen kannst, zum Beispiel. Ja. Indem du zum Beispiel dann später mit Akasha 14 so Akasha-Reader wirst, wo du halt anbieten kannst, halt in der Akasha-Chronik für andere zu lesen. Als Beispiel, ja, wo du halt einfach andere Bewusstseinszustände erlebst und dann, und so weiter. Also gibt es ja viele Möglichkeiten, ja. So, das ist das Transformation Mantle, das ist ein Abenteuer. Das Ganze fängt an in deiner Holzhütte im Wald, wo du dorthin gehst. Das ist dein Ankerpunkt und das führt dich dann über ein Meer zu einer Insel, auf der ist eine Pyramide und diese Pyramide spielt sich dann später die Show ab. Dann wirst du dann dort gelehrt und machst dann deine Reisen in andere Welten. Und das Ziel vom gesamten Gate-Programm, das geht ja weiter, es hört ja nicht bei Gate 14 auf, sondern es geht dann rüber, dass du lernst, bewusst in einem Augenblick eine Seelenreise zu indizieren und sozusagen der du wirklich bist, diese eine erwachte Seele im manifestierten physischen Körper zu werden. Und das nutzen wir, indem wir das Gehirn umprogrammieren und diese Fähigkeiten, die wir können, aktivieren. Wenn dich das Transformation Bundle interessiert, das ist es, so funktioniert es. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Du kannst dir gerne noch die einzelnen Videos der jeweiligen Gates ansehen. Es gibt immer wieder laufende Updates. Dazu habe ich auch das Gold Membership entwickelt, wo du, wenn Updates kommen, ich glaube, das Gate 1 wurde schon, ich glaube, 5-6 Mal upgedatet auf neue Technologien, auf neue Versionen. Zum Beispiel ist heute, wenn ich dieses Video hochlade, Gate 5, Gate 6, Gate 10 abgedatet worden. Letzte Woche kam Gate 2, Gate 3, Gate 4, komplett neu, also komplett neu produziert. Kannst du halt sozusagen mit dem Gold Membership kostenlos immer auf die neuen Versionen updaten. Es geht immer in jedem Gate immer ein Bereich, der nennt sich Versionen und dann siehst du halt, wie oft was abgedatet wurde und was genau abgedatet wurde. Denn mein Ziel ist mit diesem Programm, dass es nicht einfach nur ein Programm ist, sondern es ist da, sondern dass es sich konstant verbessert. Wenn ich eine neue Technologie im Forschungslabor rausfinde, im EGI-Labor, dann wende ich die an und baue die dann hier ein.
spreche das Ganze oft komplett neu ab, verändere sehr viel, damit es immer besser wirkt und immer intensiver und für dich leichter wird. Es ist ein, sollte ein Werkzeugkasten, ein Baukasten für dich sein, wo du am besten damit arbeitest, ja. Und mit, wo du in die Praxis gehst. Also viele sagen, okay, immer Theorie, aber das Ziel vom Git-Programm ist, alles, was Theorie ist, zu verwandeln in die Praxis und aus dir selbst, aus deinem Leben ein Meisterwerk zu machen. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Git-Programm, mit dem Transformation Bundle und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!